Servus Leute, was geht? Willkommen auf meinem Kanal zurück. Ich dachte, wir reagieren heute auf Undercover und Nuki mit dem Song Qualität. Ich kenne die Jungs nicht, bin sehr gespannt. Platz 1 war nicht in den Trends. Dachte schon mal rein, los geht's jetzt. Okay, ein Banküberfall, man sieht Waffen, man sieht vermummte Männer, scheint Gangster-Rap zu sein. Immer 4-5, Taurus in der Bauchtasche. Wir gehen 4-5, Raubtaten auf, danke. Ich mach das 4-5, Audis vor dein Auspacken. Du machst das 4-5, Dolly Wagen drauf, warte. Immer noch unterwegs mit der Bull, Jungs, die nach wie. Also, die Videoeffekte sind auf jeden Fall krass, würde ich sagen. Mit den verschiedenen Szenenwechseln gerade. Sah schon nice aus. Vorsteuern hinterziehen beim Stadtfuhl. Zugekippte Treppenhäuser voll gebissen nach Fahrstuhl. Alles ist verseucht, dabei interessiert die Stadt null. Meine Jungs handeln mit Koks oder Art. Wir gehen unzähligen Junkies in unserem Block. Nur um ein Haar, nehmen die Schiss. Okay, flowmäßig gefällt mir recht gut. Also ich bin echt gespannt. Also ich habe jetzt vor, wieder öfters auf Sachen zu reagieren, die ich halt gar nicht kenne und meine Meinung zu sagen. Und damit fange ich an und, wie gesagt, stabiler Flow. Bullen mich auf, sie will suchen nach Stoff, aber suchen bei York, ey. Auf den Joints vor den Bullen rennen, Night Free. Hatten die Kinder gerade Geld in der Geldzählmaschine? Nice. Oder Fluchtfahrrad im Benzer auf Highspeed. Engie Doppel-E und B.O.M. Musik des Highscreen. Um die 100 Kilo jeden Monat auf ein Beat. Egal ob Koks oder Gras, egal wie groß du machst. Jeder weiß, ich hab immer Qualität. Koks oder Gras, egal wie groß du machst. Und meine Jungs kommen, dann ist alles zu spät. Egal ob Koks oder Gras, egal wie. Der Beat ist interessant, weil der Beat gefällt mir jetzt recht gut. Es ist halt so ein, kein klassischer Gangster-Beat, meiner Meinung nach. Es ist halt so ein bisschen oldschool, meiner Meinung nach. Wie groß du machst, jeder weiß, ich hab immer Qualität. Koks oder Gras, egal wie groß du machst. Wenn meine Jungs kommen, dann ist alles zu spät. Die bestechten Oberkommissare, die Drogen auf der Straße. Okay, das scheint ja Nuji zu sein oder so. Keine Ahnung, wie man es ausspricht. Ist auch immer an der Stelle. Und der erinnert mich ein bisschen an AK außer Kontrolle, der hat auch immer so ein Tuch im Gesicht. Geht um hohe Honorare, yeah. Es geht um 22 Zoll auf Chrom. Auf dem neuen Rolls-Royce Phantom. Zieh das Eisen und ich drück ab. Lass die Leiden ficken mit da. Das Video sehr straßenlastig gehalten und die beiden. Mich würde interessieren, ob die nur Gangster-Rap machen. Schreibt mir in die Kommentare rein, ob die Jungs auch andere Musik machen oder nur Gangster-Rap. Würde mich mal interessieren. Wer soll schweigen, klatsch ich nüchtern, beiß nicht in die Hand, die dich füttert. Wieso bellt ihr 108, 96 Bullen, drehen Bremp und die Rotten mit Gillette unter Zunge. Ich hab 6 Schuss im Wumme, was für Testo am Pulle. 5 geht vorbei, eine Fake, so Lunge kreist dich. Gerade mal in die Beschreibung gucken. Toppen die Jungs ein Album? Werde ich auf jeden Fall mal verlinken, aber ich glaub nicht. Meinem Weg sind miese Typen, nimm das Spreizgerät, verbiegt die Türen witzig. Leise sein, du kriegst zu fühlen, kannst nicht Leite sein, um Krieg zu führen. Egal ob Koks oder Gras, egal wie groß du machst. Also, ich bin überrascht. Es hört sich alles ziemlich gut an, meiner Meinung nach. Wie gesagt, ich bin kein Musikexperte, mach es nur Spaß und der Freude. Und höre mir gerne Musik an, deswegen mache ich das überhaupt. Weiß ich hab immer Qualität. Koks oder Gras, egal wie groß du machst. Und meine Jungs kommen, dann ist alles zu spät. Egal ob Koks oder Gras, egal wie groß du machst. Jeder weiß, ich hab immer Qualität. Also die Hook geht schon ins Ohr, meiner Meinung nach. Ist die Zeit die ganze Zeit meiner Meinung nach. Also die Hook ist jetzt keine klassische Gesangshook, sag ich mal. Ist halt, die Hook ist meiner Meinung nach schon recht nice, aber so ganz überzeugt sie mich jetzt nicht so. Koks oder Gras, egal wie groß du machst. Wenn meine Jungs kommen, dann ist alles zu spät. So Leute, das war's mit dem Video. Ich dachte mal, ich reagiere mal auf was anderes, nicht immer nur die üblichen Verdächtigen, deswegen dieses Video heute
Und würde mich freuen, wenn ihr mein Video einen Daumen da oben da lasst. Kommentieren nicht vergessen. Und dann sehen wir uns demnächst in den Videos. Bis dort, macht's gut.